Sind wir jetzt hier in Doom angelangt oder was? Geht in Stellung. Sichert das Tor. Ich suche Vitalion. Ja, das hat man gemacht, um den Kriegsgott zu ehren, die Statue gebaut. Ah, okay, der macht zweimal so einen schweren Angriff. Ah, man lerne es, B zu drücken bei Rot. Er ist komplett gegen den Angriff immun. Oh! Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Alter Schwede! Aua. Okay, ich konnte nur einen Hit machen. Wir haben die nächste Phase erreicht. Okay, jetzt macht er drei Angriffe. Als würden wir ihn nur sticheln mit unserem Schwert, ne? Als würden wir ihn nur sticheln. Oh, come on, Mann. Ich wollte nach hinten rollen. Genau. Was war das denn jetzt? Deswegen sind Zweihänder scheiße, Leute. Du bist halt einfach viel zu langsam. Hier da! An den Rambock! Bringt die Figur zu Fall!
kümmert euch um ihr zwei. Verwundet müssen zu trinken. Wie könnt ihr die verwundet? Was für ein Text. Wir nehmen die Waffen der Barbaren. Um das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. Soldaten! Soldaten! Steht nicht einfach da herum, ihr Nichtsnutzer! Holt mich hier raus! Holt mich sofort hier raus! Das ist wohl unser verehrter Anführer General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn. Holt mich hier raus, ihr dämlichen Idioten! Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurio. Sofort, Herr. Komm schon! Komm schon! Du Schwachkopf! Gib mir deinen Umhang! Gib mir deinen Umhang! Yu-chan, Gengeres, ka, hi, Gengeres. Arigato. Yu-chan, konnichiwa. Komban war aus Düsseldorf. Dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde. Da bist du ja bei deiner Freundin jetzt. Aber ich musste. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Sodass wir alle in Frieden leben können. Sodass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Ja, da wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit, Yu-chan, jetzt bei deiner Freundin zu sein. Wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater, er ist wahrhaft weise und gerecht. Es ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Erhebe dich. Oh, ich glaube, da passiert gerade was ganz komisches. Neokuchi, vielen Dank für die Fortsetzung des Subs vom September. Dankeschön. Da gibt es leider keinen Alert für. Kann mal jemand Nekokuchi 1000 Gulamanten überweisen? Weil das gibt's leider nicht bei Streamlabs als Alert oder so funktioniert. Ich kann gleich reden, Yu-chan. Ich kann gleich reden. Ja, und jetzt, was die Römer machen, hinterrücks. Ich glaube, der Dolch den hinterrücks. Ja. War mir klar, das ist so typisch Römer. Das ist so typisch Römer. Das ist so typisch Römer. Das war mir so klar. Ah.
Wäre auch zu einfach gewesen. Siehst du? Siehst du, was passiert, wenn man mir trotzt? Trotz mir! Dankeschön, Lilian. Sein Wille ist getan. Nicht Barbaren töteten meinen Vater. Der Kaiser war's. Rette Rom vor ihnen. Jetzt! Geht, ihr Hunde! Worauf wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt hat er eine Rebellion angezettelt. Das kannst du vergessen. Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf. Mein Vater ist ein Gott. Ich bin ein Gott. Gehorcht mir, wie ihr den Göttern gehorcht. Genau das. Jetzt hat er nämlich... Zum Hafen! Italien! Bringt diesen rebellischen Abschaum unter Kontrolle! Haltet die Stadt! Keine Gnade! Ihr werdet alle dafür bezahlen! Wir werden jeden Mann, jede Frau, jedes Kind abschlachten! Oder wollen wir Gamer pissen! Verstärkt die Mauern! Drängt sie zurück! Los! Tore! Wir müssen ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Marius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh! Okay. Und Jo, wie gefällt's dir in, also dir gefällt's ganz gut, habe ich gerade noch gelesen hier in, das ist seltsam, dass ich deinen Stream in Deutschland schaue, denke das? Ja, bin gerade bei meiner Freundin. Gefällt dir, Düsseldorf gefällt dir. Ich war selber noch nie in Düsseldorf, Yu-Chan. Ja, du bist ja fast von mir knapp eine Stunde fährt man mit der Bahn. Ja, zunächst kannst doch Jo mal treffen gehen. Also wie gesagt, Ju, ich muss arbeiten gehen, ich kann nicht kommen. Für mich ist das 6 Stunden Zugfahrt. Das wäre für mich persönlich zu aufwendig. Ich muss arbeiten. Nächste Woche wieder Nachtschicht. Ich muss arbeiten, ich kann leider nicht kommen. Sehr schön, ich möchte ein Fan-Treffen in Düsseldorf machen. Ja, genau. Ansonsten, so, jetzt tue ich erstmal hier. Ich habe auch nicht freigekriegt oder so. Also Überstunden frei. Würde ich auch nicht kriegen innerhalb kürzester Zeit. 2 Wochen vorher anmelden. Wir machen erstmal Kampf. Dann machen wir das hier. Muss heute jetzt auch noch zur Arbeit. Also in 20 Minuten sowas mache ich auch schon Schluss. Weil ich auch noch zur Arbeit heute muss. Ja, 20.000, was haben wir hier? Gesundheit? Nö, wir machen, wenn dann Zuwachs. 80.000 XP, oder? Ja, machen wir. Lohnt sich auf alle Fälle. Mal schauen. Ja, ich fahre nächste Woche nach Frankfurt. Da müsste ich mal gucken. Warte mal, Jo. Wir könnten ja jetzt gleich noch so ein bisschen Ding machen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, 20 Minuten hier weiterzuspielen. Bevor da ewig lang wieder so eine Zwischensequenz kommt. Warte mal, ich guck mal kurz, Ju. Frankfurt. Das ist, glaube ich, nicht so weit weg von mir. Es wären jetzt 3 Stunden.
2 Stunden und 53 Minuten mit dem Auto. Frankfurt am Main. Da müsste ich gucken noch mit dem Zug. Das sind 287,7 Kilometer. Weißt du, dass ich da irgendwie am Samstag kommen könnte oder so? Wenn das klappt, oder am Sonntag, je nachdem, wann du das machst. Ich weiß ja nicht, wann, an welchem Tag, Yu-Chan. Das weiß ich nicht. Also es wären 287 Kilometer. Eine Woche lang. Achso, du bist eine Woche dann in Frankfurt, oder wie? Ja, das klingt gut. Auch dann mit Freunden, oder? So, wir haben die Gesundheitskapselverbesserung, das machen wir auf jeden Fall mal. Dann haben wir die 40.000 mal investiert in Gesundheit. Wir haben richtig, richtig viele Dinge gerade bekommen. Und wir haben jetzt auch die XP-Verbesserung. Das ist auch der nächste Vorteil. Dadurch, dass ich jetzt die XP-Verbesserung habe. 16 bis 23. Genau, okay. Ich kann dann halt aber, wenn ich kommen könnte, wenn dann nur für ein paar Stündchen. Für 2-3 Stündchen und dann müsste ich schon wieder zurück. Weil ich muss ja dann 3 Stunden hinfahren, dann können wir uns 2-3 Stunden sehen und dann wieder 3 Stunden zurückfahren. Dann wäre ich 9 Stunden unterwegs. Auf mein Zeichen! Ja, ja. Ja. Je nachdem. Es sind zu viele für uns. Wir müssen uns einmal treffen, Timotchen. Ja, das stimmt. Also nach Düsseldorf, das geht auf jeden Fall nicht. Das ist zu weit weg. Und, wegen Arbeit ist das auch. Das ist dann zu stressig und. Eine große Schlacht erwartet uns. Da hätte ich dann doch gern freigenommen gehabt dann. Um uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir lieben. Sie sind entschlossen, uns alles zu rauben. Zeigen wir ihnen, was wir dazu zu sagen haben. Alles klar, dann mach das mal. Weil das Problem ist, bei 6 Stunden hinfahren, du. Ich flüchte halt dann noch eine Übernachtung, dann mit 6 Stunden wieder zurück. Weißt, das ist halt. Bei Frankfurt, da könnte ich das alles an einem Tag machen, ohne Übernachtung. Das wäre möglich. Bloß mit 6 Stunden Zug fahren, das ist dann halt schon. Huiuiui. Nicht so, weil mit meinem Auto fahren, nein. Mein Auto ist ein sehr, sehr kleines. Und das geht nicht. Also das würde auch so lang dauern, aber das geht nicht. Kein Belagerungsturm wird die Mauer erreichen, aber Beschuss durch Belagerungsmaschinen wird andauern. So, Gebiet mit dem gegnerischen Beschusseinhalt. Aber Belagerungstürme werden die Mauer erreichen. Wird die Mauer erreichen, aber der Beschuss durch Belagerungsmaschinen wird andauern. Okay, Gebiet dem gegnerischen Beschusseinhalt. Gebiet dem gegnerischen Beschusseinhalt. Aber Belagerungstürme werden die Mauer erreichen. Das heißt also, die Verstärkung wird ankommen. Ja, machen wir das da. Kein Belagerung. Flacher Winkel. Kurze Distanz. Trefft ihre Türme und Soldaten. Bleibt nah der Zentrum. Sobald die Leiter den Stein berühren, treten sie runter. Da kommt sie! Achso, man kann jetzt die Mauer, man kann jetzt hier die Leiter nicht runterschmeißen, oder wie? Ah doch, man muss nur X hauen, dann haut man die Leiter runter. Deckungsfeuer. Da kommen wir warm hoch. Oh.
Ach, das verlange ich von euch gar nicht. Ich möchte euch keine Umstände bereiten. Dann komme ich lieber nach Frankfurt. Dann komme ich am Wochenende nach Frankfurt. Dann machen wir das so, Ju. Dann komme ich da hin, dann können wir uns treffen. Das klingt gut. Vom 16. bis 23. Warte mal, da müsste ich auch noch gucken. Das ist 16. am Sonntag diese Woche bis zum 23. Ah. Ich könnte das so machen, Yu-Chan. Ich habe am 22. habe ich da habe ich Nachtschicht. Das heißt, ich muss bis Samstagmorgen arbeiten, gehe schlafen. Ja, und dann würde ich halt irgendwann am Mittag. Da darf ich dann aber auch nicht zu lang schlafen, ne? Da müsste ich spätestens 12 Uhr aufstehen. 3 Stunden reinfahren, dann wäre 15 Uhr. Ah, scheiße. Frei kriege ich auf jeden Fall nicht. Und am 16. diese Woche. Da müsste ich gucken. Weil das wäre an einem Sonntag. Und am 23. Wir müssen später darüber reden, alles klar. Können wir auch später machen. Oder am 23. noch, da wäre es auch möglich. 16. wäre es theoretisch auch möglich. Kein Belagerungsturm wird die Mauer erreichen, aber der Beschuss durch die Belagerungsmaschinen wird andauern. Ja, bla bla bla, Gebiet. Bei dem gegnerischen Beschuss Einheit über Belagerung. Na, nee, machen wir weiterhin um. Das war ja eigentlich ganz chillig. Da habe ich die Dinger gar nicht runtergeschlagen. Schützen! Deck mich! Ja, jetzt haben sie eine Belagerung angezettelt, ne? Oh wow, ich hab ihm voll die Faust reingehackt. Ich bin froh, dass ihr uns Ja, komm, wir machen jetzt eine Doppeltötung. Oh Mann, jetzt entfernt der andere sich, den ich exekutiere. Was? Jetzt kommt der nächste. Guckt euch mal da oben den fetten Lebensbalken an, Alter! Yu-Chan, habt ihr das in Japan eigentlich auch, römische Geschichte in Japan, also was in Europa war, das Römische Reich? Weiß ja nicht, ob du das kennst. Kein Belagerungsturm wird die Mauer erreichen, aber der Beschuss wird durch die Belagerungsmaschine andauern. Okay. Türme und Soldaten! Halte den Angriff der Barbaren auf. Ja, das ist unser Ziel. Da haben wir sehr viel hier in Europa Krieg geführt. Oh.
Ah, komm. Ah, scheiße, Mann. Ich wollte das Pilum auf ihn werfen. Fest bereit! Die lauten die Befehle! Das mag der nicht, Mann! Deck mich! Geschichte? Ja, Geschichte. Genau. Wir müssen mal die Leitern hier hinten umkicken, hey. Es gibt nur Hentai-Geschichte in Japan. Marius! 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 Folgt mir, Männer! Also, ich mag den Typen, den ich spiele. Der ist mir echt sympathisch, die Figur. Okay, dann machen wir ab hier Schluss, Leute. Dann spielen wir am Freitag hier weiter mit dem Dingens, ja. Das spielen wir dann hier weiter mit dem. So. Wir haben 30.000 Erfahrungspunkte, bla bla bla. Gut, ich denke mal, das wird gespeichert. Möchten Sie das Spiel verlassen? Ja. So, dann hosten wir jetzt noch ein.